Fliegenfischen in Argentinien. Das bedeutet pure Vielfalt in allen Beziehungen, von den Gewässern bis hin zu den Methoden. Hier sind wir am River Chemin. Dabei heißt es immer wieder gut festhalten, wenn unsere Guides, Vater und Sohn Nordal Olsen, Stromschnellen passieren müssen. Die grandiose, menschenleere Flusslandschaft macht das Fliegenfischer-Rafting zu einem ganz besonderen Abenteuer. Auch wenn zunächst nur kleine Forellen unsere Trockenfliegen einschlürfen, wie diese Regenbogen bei Horst. Am nächsten Morgen wechseln wir das Gewässer. Es geht an den River Aluminé. Außer einer Handvoll Indianern sieht man auch hier weit und breit keine Menschenseele. Diesmal probieren wir es zwischendurch auch vom Ufer aus. Mit Erfolg, wie Gernot zeigt. Kaum ist der österreichische Spezi wieder ans Schlauchboot umgestiegen, steht seine Route erneut krumm. Eine schöne Bachforelle hat den Striemer genommen. 48 cm misst der herrliche Fisch. Mittag, Zeit für eine Stärkung. Aber nicht irgendeine. Inmitten der Wildnis grillen die Nordal Olsens Würste und Fleisch derart delikat, dass uns bereits beim Anschneiden das Wasser im Munde zusammenläuft. Gut gestärkt geht es am Nachmittag weiter. Es beißen noch einige schöne Regenbogenforellen wie dieses kämpferische Exemplar. In der Abenddämmerung erreichen wir den Bootssammelplatz und ein herrlicher Vollmond beschließt den Tag. Unsere Unterkunft, die Piedra Pintada Lodge. Der Besitzer, der Italo-Schweizer Domenico Panciotto, hat hier wirklich ein architektonisches Meisterwerk geschaffen. Der Prachtbau fügt sich hervorragend in das Landschaftsbild ein, und das inmitten herrlicher Natur fernab der Zivilisation. Die Piedra Pintada Lodge liegt in Nordpatagonien in der Provinz Neuquén. Direkt zu Füßen der Anlage erstreckt sich der Lago Pulmari, gespeist vom gleichnamigen Fluss. Hier segeln die riesigen Kondore mit 3 Metern Spannweite. Daneben sieht man Nutrias, zahlreiche Eidechsenarten und natürlich kapitale Forellen. Heute probieren Horst und ich es auf dem Pulmarisee.
Gefischt wird mit dem Striemer vom Schlauchboot aus. Doch sehen Sie Horst dabei mal selbst über die Schulter. Abends bietet die 5-Sterne-Unterkunft allen erdenklichen Komfort zum Wohlfühlen. Von der Sauna bis hin zum Schwimmbad. Es fehlt an nichts. Und erst das Essen. Domenico und sein Team servieren kulinarische Köstlichkeiten von einzigartiger Qualität. Das zweite Revier direkt vor der Haustür ist der idyllische Pulmari-Fluss. Ja, mit der Reha-Fliege 45 cm Regenbogen. Da uns bislang noch keine der richtig großen 50-Plus-Forellen an den Haken gegangen ist, versuchen wir es heute nach der Devise Morgenstund hat Gold im Mund. Denn schließlich herrscht jetzt im Februar Hochsommer. Heikle Bedingungen eben. Früh am Wasser empfängt uns eine fantastische Kulisse. Am Einlauf des Pulmari-Flusses in den See hofft Horst, mit Nymphe fündig zu werden. cm zeigt das Maßband schließlich an. Kurze Zeit später treffen wir auf Gernot. 64 cm Bachforelle, deshalb fahren wir nach Argentinien. Genau das macht Spaß. Ohne Widerhaken, Fliege. Und so stellen wir uns das vor. Neben diesem Traumfisch ging ihm kurz zuvor noch eine 56 cm Bachforelle auf den Striemer. Und es kann sogar noch dicker kommen. Im Lago Pulmari schwimmen gigantische Salmoniden bis 80 cm. Nachdem unser Angeldurst gestillt ist, entschließen wir uns zu einem Ausritt in die umliegende Bergwelt. Reitführer Ricardo passt gut auf, dass auch Reitanfänger sicher im Sattel sitzen.